In klassischen Unternehmen ist die Rolle der Führungskraft extrem wichtig, weil Führungskräfte belohnen und sanktionieren entsprechendes Verhalten. Jetzt nicht nur monetär oder durch Abmahnung, einfach wen feiern sie, wen wertschätzen sie, wer wird erfolgreich sein. Und somit werden auch kulturelle Verhaltensmuster verankert. Und deswegen würde ich die Führungskraft immer als Kontextgestalter beschreiben. In moderneren, eher gleichwertigen Kulturen nimmt natürlich die Bedeutung der Führungskraft ab und eigentlich liegt die Verantwortung von Kulturgestaltung bei allen. Wertebasierte Führung ist wichtig, weil es die Verbindung zwischen dem Einzelnen und dem Unternehmen herstellt. Also wenn ich klare Werte habe, die nicht nur formuliert werden, sondern gelebt werden, dann fühle ich mich davon angesprochen als Mitarbeiter oder als Führungskraft oder eben nicht. Und das hält zusammen. Und die meisten Unternehmen haben eben nicht nur Leute, die ihre Salary wollen und einfach wegen der Kohle kommen und froh sind, dass sie arbeiten dürfen, sondern die wollen halt irgendwie einen Sinn und wollen eine Verbindung zum Unternehmen haben. Deswegen extrem wichtig. Und die Führungskraft muss natürlich das auch glaubhaft vermitteln. So. Der HRler muss den Führungskräften beiseite stehen, den Prozess unterstützen. Was nicht passieren darf, ist, dass HR die Verantwortung für die Kulturentwicklung abnimmt. So. Und Verbindlichkeit muss aus der Linie kommen. Also es ist eigentlich kein HR-Thema, sondern es ist ein Linienthema und HR gibt Methoden, Tools, Ansätze, Unterstützung für jede Führungskraft, für jedes Team, da, dass die Gestaltung wirklich gut funktioniert. Das ist die Rolle. Manche machen den Fehler, dass sie sich für die Kulturveränderung an sich verantwortlich fühlen. Und dann werden die Maßnahmeninitiativen unterschiedlich sein. Also oft werbe ich dann für das Thema oder ich versuche irgendwie was zu machen, was die Kultur gestaltet. Und das ist eigentlich falsch. Also eigentlich muss ich wirklich Tools, Methodik, Unterstützung an die Hand geben und auch daran glauben, dass die Führungskräfte und die Teams das gut machen. Also ich kann eine Teamentwicklung an die Hand geben, ich kann Workshop-Formate an die Hand geben, ich kann auch die einzelne Führungskraft, die vielleicht unsicher ist, mit Coaching, mit Sparring unterstützen. Aber ich muss immer sozusagen aus dem Hintergrund agieren und die Teams und die Führungskräfte empowern.